So, herzlich willkommen mal wieder zu einem Teambuilding-Video. Ja, endlich habe ich es mal wieder geschafft, eins aufzunehmen. Und ja, diese Woche müssen wir eben gegen Mindtube ran. Und sein Team Triolo-Tree. Ich glaube, so hieß es. Ja, sein Team. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sein Team beurteilen soll. Also mir kommt es einerseits, kommt mir es relativ stark vor, weil er einfach sehr harte Angreifer hat. Allerdings hat er auch eine nicht so krasse Verteidigung, würde ich jetzt fast mal sagen. Also ich finde seinen offensiven Core finde ich deutlich schlimmer als seinen defensiven Core, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ich kann ja mal sagen, welche Pokémon er überhaupt hat. Er hat auf jeden Fall mal ein Mega Voltenso, ein Meistergriff, ein Victini, ein Trigefalo, ein Kobalium, ein Skorgla, ein, wie heißt denn das nochmal, Tangolos, genau. Dann ein Datignes, ein Pilipper, ein Stalos und ein Ordoch. Ja, also am meisten Angst habe ich tatsächlich vor dem Ordoch von seinem defensiven Team, weil der Rest kann mir jetzt nicht so viel. Ich habe mich auf den Rest relativ gut vorbereitet von den, zumindest halt von den Defensiven. Das Einzige, was mir halt noch so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist Victini. Victini darfst du nie unterschätzen. Meistergriff ist ein Riesenthreat, wobei ich natürlich. Ich bin halt mit einem guten Meistergriff-Konter einfach ausgestattet. Hier mit dem Mega Zubiris. Es ist einfach ein guter Meistergriff-Konter, kann man einfach sagen. Einfach wegen Core Mind und so. Das geht schon ganz gut. Das Problem ist halt, er hat dann Switch-Ins da rein. Also jetzt zum Beispiel, was wäre ein super Switch-In? Natürlich das Ordoch. Es ist immer ein guter Switch-In. Ich habe noch nicht genau gekalkt, bei wie vielen Combined ich sein muss, damit ich irgendetwas von dem Vieh tanken kann. Zumindest, dass es kein Tuit ist. Das würde ja schon reichen. Ja, Victini natürlich immer ein Riesenproblem. Also auf Victini muss man sich leider Gottes immer extrem gut vorbereiten. Das Pokémon hat eine Power. Das ist unglaublich. Also ich kann da eigentlich nicht sicher rein switchen. Ein V-Create tut allem weh, also da kann man halt einfach nichts reinschicken in dieses Pokémon. Das Einzige, was man eventuell reinschicken könnte, ist halt zum Beispiel ein Milotic. Das wäre so. Da habe ich mir so gedacht, okay, so als letzte Option eventuell noch Milotic mitnehmen. Eventuell lockt er sich auf irgendwas und dann kann man ja auch wieder raus switchen. Ansonsten hat er noch ein Trigefalo wieder dasselbe. Man kann jetzt nicht wirklich was reinschicken. Ich musste auch wieder. Also, sein Team ist wirklich so, dass man wirklich. Hinter den Pokémon ist einfach so eine richtige Power, dass man nicht wirklich was reinschicken kann. Also, man kann es zwar auch auskontern mit einem guten Feen-Pokémon. Ja, also ein gutes Feen-Pokémon ist dann natürlich sehr gut. Gegen einen Trigefalo. Ich habe halt leider nur ein physisch-defensives und selbst physisch-defensiv ist meins jetzt nicht so besonders gut. Das Einzige, was relativ gut ist, ist halt die KP-Base. Aber mit einer 60er und einer 75er Verteidigungsbase, ja, ist das halt jetzt nicht unbedingt das beste Pokémon. Gut, dann haben wir noch ein Kobalium. Kobalium ist eigentlich so, denke ich mal, nicht wirklich ein Problem für mich. Also ich habe natürlich, na, kann man so oder so sehen. Also ich denke, er wird Kobalium mitnehmen. Ich denke, Kobalium ist bei ihm auch eher so ein Lead-Kobalium. Das ist das, was ich jetzt so an seinem Team predikte. Aber letztendlich ist es kein Pokémon, was mich wirklich großartig aufhält. Also da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Der Rest ist bei ihm defensiv. Und da Datignes, okay, Datignes
ist halt immer noch so ein Pokémon. Das ist eigentlich nur ein Setup-Pokémon. Es ist defensiv, also ein defensiver Bulk-Upper quasi, kann man fast sagen. Ob er damit kommt, ich weiß nicht. Er kann damit tatsächlich ein bisschen was machen. Also, ich denke mal, er wird den Verhöhner drauf spielen. Dann muss er auf jeden Fall Bulk Up und Roost noch spielen. Und ansonsten gegen mein Team ist halt einfach. Ha, ich habe den perfekten Konter. Rotom, was mache ich mir da eigentlich Gedanken? Ich habe einfach den perfekten Konter dagegen. Er wird dieses Pokémon nicht mitnehmen. Es geht einfach nicht. Generell, Rotom ist wieder gegen seinen defensiven Chor sehr, sehr gut. Ich treffe mal wieder alles relativ gut. Das Skorkla jetzt nicht unbedingt. Bei Skorkla muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was ich mache. Ich meine, es kann den Abschlag haben und so. Da muss ich einfach dann gucken, was ich reinschicke. Also ist es aber im Prinzip ist es auch nichts anderes als ein Setup-Order für zum Beispiel ein Zubiris, weil es kann mich nicht hart genug treffen, dadurch, dass ich physisch defensiv bin. Und ja. Ansonsten Tangolos natürlich. Kann er auch mit Tangolos kommen? Ich denke, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er mit Tangolos kommt, einfach weil es diese. Ja, diesen Regenerator hat, der halt wirklich ziemlich stark ist. Hat's nicht. War doch auch Regenerator? Irgendwas war da. Egal. Also, war doch, hab ich mich bis jetzt noch nicht wirklich mit beschäftigt. Müsste ich vielleicht mal vor dem Kampf noch schnell tun. hab mich jetzt auch nicht wirklich auf das Pokémon vorbereitet, leider. Ich weiß nicht genau, was so ein War doch machen kann. Stimmt, War doch ist eigentlich. Ja, ich habe halt gesehen, ja, Ordoch macht mir jetzt nicht so viel aus in meinem Team. Es ist zwar ein Feen-Pokémon, ich habe da kleine Feen-Schwäche. Aber ich habe einfach so gesehen, ich kann das Pokémon halt irgendwie doch besser handeln, als es mich eventuell. Keine Ahnung. So habe ich halt gedacht in dem Moment, als ich mich um dieses Pokémon gekümmert habe. Es hat halt eine hohe KP-Base, aber mehr auch nicht. Also ich weiß nicht, was ein normales Ohr doch großartig machen soll. Gut, da Dignus habe ich schon gesagt. Pelipper. Das ist ein Pelipper. Jetzt mal ganz ehrlich. Das kann halt physisch defensiv relativ gut was aushalten. Da drin ist es tatsächlich ziemlich gut, aber bringt gegen mich jetzt auch nicht wirklich so viel. Vor allen Dingen, weil ich mich mit einigen Pokémon natürlich auch noch darauf vorbereitet habe. Ist jetzt nicht so, dass ich da komplett also ohne irgendwas gegen dieses Pokémon reingehen würde. Auch wenn es mir selbst tatsächlich nicht großartig was machen kann. Allein ein Milotic handelt das eigentlich fast perfekt. Ja. Ansonsten hat er halt noch seinen Steelix. Steelix auch ein Staff Rocker. Kann tatsächlich gegen mein Team was machen. Ist jetzt nicht so, dass es komplett chancenlos ist. Ich meine, es kann die Steinkante haben gegen meinen Rotom. Und ich denke, Rotom wird es auch nicht unbedingt one-hitten, falls er irgendwie das Soul Quest oder so trägt. Ja, kann man halt nie wissen, was er so mitnimmt gegen bestimmte Threats von mir. Aber selbst bei Steelix mache ich mir irgendwie nicht so viele Gedanken. Also wirklich, sein defensiver Chor. Und der defensive Chor besteht bei ihm quasi aus sechs Pokémon. Ist halt einfach nicht so. Ja, dann halt noch das Ohr doch, habe ich schon was zugesagt. Ich habe keine Ahnung, wie er es spielt. Ja, Wishpässe halt, ne? Typisches Feen-Set. Aber ich denke, es kann nicht besser sein als ein Florges, sonst wäre es halt einfach im Juju und nicht im Enju. Ich weiß nicht, ich kann mit diesem Pokémon einfach nichts anfangen. Oder ist es überhaupt schon Fee? Wenn es noch nicht Fee ist, dann habe ich ja noch weniger Probleme damit eigentlich. Wobei ich keinen Kampfruf dabei habe tatsächlich. Ja, ich spiele keinen einzigen Kampfmove und da wären wir auch schon dabei, dass ich kein Stripulin mitnehme. Yay. Bringt gegen sein Team einfach nicht so viel. Ich meine, ja, er hat einen Victini, kann ich vergessen dort und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt so ein. Ich weiß auch nicht, gegen sein Team bringt das einfach nicht viel, weil er hat sehr, sehr gute physisch-defensive Pokémon und
Ja, da hat man doch lieber ein bisschen was Spezielles. Merke ich eigentlich gerade auch. Ich glaube, ich ändere sogar noch was ab. Weil ein bestimmtes physisch-offensives Pokémon von mir ist halt einfach sinnlos, dass es physisch-offensiv ist. Merke ich gerade so. So an sich kann das Set bleiben, aber das muss mal ein bisschen geändert werden gleich. Das mache ich jetzt auch. Und zwar dieses Pokémon heißt Celebi. Ich hatte mir gedacht, ja, man sieht es so oft speziell. Man spielt es einfach mal physisch. Ich meine, gegen so einen Meistergriff ist das dann halt doch tatsächlich fast ein bisschen besser. Aber ja, das kalke ich jetzt einfach mal schnell. Moment, das mache ich jetzt hier live. Ist mir jetzt egal. Ja, machen wir genau das hier. Damage Kalk. Das möchte ich jetzt tatsächlich, bevor ich hier überhaupt irgendeine Teamänderung noch live mache, kalke ich das Ganze lieber. Tut mir leid, wenn ich das jetzt hier auch nicht rausschneide. Aber was sagen muss, muss sein. So, wir spielen aber mal. 252, wir spielen. Moment, das gucke ich mal ganz schnell nach. Ich spiele tatsächlich ein hartes Wesen. Adamant, so. Mit dem Zen-Kopfschuss. Sollte auf jeden Fall ein One-Hit auf dem Meistergriff sein. Hoffe ich mal. Conkeldurr. Oh, you assault west. So spielen wir das hier. Und ja, ist kein One-Hit. Tatsächlich ist es kein One-Hit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, ich könnte eventuell auch Models spielen. Das heißt, wir wären bei 252 und Modest. Mit der Psychokinese kann ja leider kein Psyshock, das regt mich auch immer mal wieder auf. So, das ist nämlich auch ein sicherer Turret, also ja, spielen wir doch lieber ein spezielles, es lohnt sich einfach mehr. Ja, tatsächlich, es lohnt sich deutlich mehr. Gut, dann spielen wir ein. Es ist natürlich ein Choice Scarf Celebi, so wie ich es schon gegen Paul gespielt habe. Natürlich machen wir hier Level 50. Und so, ich dachte mir nämlich, also das Set an sich hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich brauche auf jeden Fall den U-Turn. U-Turn ist tatsächlich auch so. Na, brauche ich den U-Turn wirklich? U-Turn. Na doch, U-Turn kann doch ganz nützlich sein teilweise. Ich kann zwar so ziemlich gegen alles was machen in seinem Team. Ich kann ja mal ganz kurz noch gucken. Also ich habe gegen Meistergriff was sehr Effektives. Ich habe gegen Voltenso und Victini die Erdkräfte. Dann brauche ich noch den Dazzling Gleam. Und gegen den Rest brauche ich dann eigentlich nichts mehr. Ja, der Rest kann mir dann eigentlich fast gestohlen bleiben. Und dadurch, dass ich Dazzling Gleam überhaupt brauche, ist tatsächlich entweder Healing Wish oder U-Turn. Und dadurch, dass ich diesmal tatsächlich mein Team auf Healing Wish ausgelegt habe, werde ich tatsächlich mit dem Healing Wish spielen. So, wir spielen auf jeden Fall Psychic. Ich hasse es manchmal, ne? Filter Psychic. Das ist die Maus. Die macht Doppelklicks und also wenn ich einen Klick mache, dann macht sie teilweise Doppelklicks. Das ist ein bisschen nervig. Ja, liegt daran, dass ich gerade die andere Maus an meinem PC angeschlossen habe und ich gerade das Ganze über meinen Laptop aufnehme. Weil ich einfach auf meinem PC noch kein Aufnahmeprogramm habe, habe ich mich immer noch nicht drum gekümmert. Das war eigentlich das ganze Problem die letzten Tage. Einfach, weil ich mich darum. Ich will mich eigentlich auch noch gar nicht darum kümmern. Ich habe schon Aufnahmeprogramme drauf, aber halt eben nicht das, was ich hier für diese Aufnahme unbedingt brauche. So ist es halt einfach. So, wir spielen Healing Wish.
Hat er irgendetwas? Ja, er hat halt einfach nichts, wogegen ich überhaupt nichts machen kann. Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, ich brauche auch keinen U-Turn. Wirklich. Also, ich kann gegen alles so ein bisschen was machen. Und Choice Scarf ist, denke ich mal, auch eine ganz gute Sache. Wir spielen natürlich Modest, einfach weil ich auf jeden Fall das Meister Griff 2 hitten möchte. Das heißt, das Meister Griff kann halt einfach in dieses Celebi nicht reingewechselt werden, was sowieso ein bisschen komisch wäre, wenn es so wäre. So. Selbst in einen Dazzling Gleam will man eigentlich, glaube ich, Meister Griff nicht wirklich rein switchen. Das glaube ich nicht. Und dann kommt der Knockoff und ich weiß nicht, ist es, denke ich mal. Ich denke eher nicht, dass er großartig darauf bauen wird. Also ich denke, da wird eher Victini ein guter Konter sein, einfach weil es bis auf die Erdkräfte alles tankt. Und für die Erdkräfte hat er eigentlich auch ziemlich viel, was er da reinschicken kann. Tatsächlich, er hat ja ganze 4 Flug-Pokémon, also Pokémon, die nicht getroffen werden können von der Erdkräfte. Und das macht das Team tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Wobei er nicht alle mitnehmen wird. Also er wird seinen offensiven Korb auf jeden Fall mitnehmen. Also, da sind schon mal 4 Pokémon weg. Also ich rechne fest mit seinem offensiven Korb. Und sein defensiver Korb besteht dann hauptsächlich, denke ich mal, zum Beispiel aus einem Gliscor und eventuell dem oh doch. Ja, so Gligar. Wenn dann schon, ne? Da wechsle ich immer mal wieder. Ja. Das ist das Team, was ich predikte. Mal sehen, ob ich damit richtig liege dann. Gut. Damit hätten wir auch schon das Celebi. So möchte ich es auf jeden Fall spielen. Und dann kommen wir mal zum richtigen Team. So. Da haben wir nämlich als allererstes das liebe Sableye. Ich habe schon davon geredet. Ich habe relativ viele Möglichkeiten gegen sein Team tatsächlich mit Sableye zu setupen. Außerdem ist es ein Switch in Meistergriff und es ist einfach ein gutes Pokémon an der Stelle. Das Einzige, was er wirklich dagegen hat, ist halt eben das Ohrdoch und da mache ich mir jetzt weniger Sorgen drum, tatsächlich. Wie schon gesagt. Dann haben wir natürlich den Recover, der muss auf jeden Fall sein. Calm Mind ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Dann haben wir noch den Shadow Ball, was auf jeden Fall in dem Fall ja halt einfach der starke Step-Angriff noch ist, den ich auf jeden Fall brauche, um einige Pokémon halt doch um einigen Pokémon noch gut zu schaden. Und wir haben den Dazzling Gleam einfach für zum Beispiel das Ohrdoch. Ich weiß gar nicht, ist Ohrdoch noch vom Typ normal? Ich denke immer so, es ist Fee, aber dann im nächsten Moment hat sich das nicht nur durch die Mega-Entwicklung geändert? Ich weiß es nicht. Das ist echt. Ohrdoch ist so ein richtig komisches Pokémon. Kann ich gerade überhaupt nichts mit anfangen. Weiß auch nicht. Außerdem kann es nur Dazzling Gleam. Was für ein Feen-Pokémon echt ein bisschen schade ist. So. Dann haben wir noch dieses Investment natürlich. Und ein bisschen was mit Spezialverteidigung. Ich wollte jetzt nicht auf Spezialangriff gehen. Da habe ich lieber ein bisschen was, um ein bisschen bulkiger dann eben zu sein. Nach ein paar Core Mines. Um eventuell dann natürlich auch ein Dazzling Gleam von einem Ohrdoch zu tanken. Gut. Damit sollte ich alles neutral treffen. Also, nochmal zur Erklärung: eben Shadow Ball, starker Step-Angriff. Nur seine Normal-Pokémon sind da halt ein bisschen. Haben da halt irgendwie ein bisschen was gegen. Und dann halt gegen das Trick-Gefalo noch der Dazzling Gleam. Oder gegen eventuell ein Normal-Pokémon, wo ich noch nicht mal weiß, ob das Normal-Pokémon ist. Also, keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen peinlich. Dieses Pokémon hat man halt einfach. Man sieht es normalerweise nicht. Es ist ganz komisch, dass er dieses Pokémon mitgenommen hat. Kann ich nichts mit anfangen. Und er hat es tatsächlich schon gespielt. Das ist ja das Schlimme. Er hat es schon mal gespielt. Und das weiß ich. Ich weiß nur nicht mehr. Ich weiß, dass es ein Wishpasser war, aber ich weiß nicht genau, wie
in was das Pokémon wirklich gut ist. Das ist das Problem. So, dann haben wir hier ein Citrus Berry Rotom. Jetzt ist nur die Sache, wie spiele ich genau dieses Rotom? Ich spiele dieses Rotom, Maus da, so. Ich spiele dieses Rotom mit dem Overheat auf jeden Fall. Kommt bei mir tatsächlich relativ selten vor, dass ich tatsächlich mal den Overheat tatsächlich im Move-Pool brauche. Wall Switch ist auch eine wichtige Sache. Switch Advantage ist gegen sein Team gar nicht mal so schlecht, einfach weil er selbst so ein Switch Advantage Team hat. Da ist es also so ein Wall-Turn-Team, wie man es halt auch gerne nennt, ein relativ schnelles. Und da ist ein langsames Pokémon. Ja, ich spiele dieses Pokémon langsam mit einem Wall Switch teilweise tatsächlich ziemlich gut. Vor allen Dingen, ich kann in Wall Switch und in Kehrtwende relativ gut reinwechseln. Beziehungsweise hab da wunderbar was gegen. Und dementsprechend ist tatsächlich der Wall Switch an der Stelle ziemlich gut. Und er will jetzt auch nicht unbedingt seine Boden-Pokémon da reinschicken in dieses Pokémon. Einfach, weil danach kommt ein Overheat und dann ist vorbei. Ansonsten hat er natürlich auch noch einen Trick Gefalo. Deswegen habe ich nochmal den Signal Beam drauf. Ist ein bisschen stärker als die HP Ice. Und dementsprechend, ja, das ist etwas gegen das Trick Gefalo. Mehr kann ich tatsächlich gegen Trick Gefalo mit Rotom nicht machen. Das ist eigentlich, Trick Gefalo ist tatsächlich ein Switch, in der möglich ist gegen dieses Rotom. Das ist leider Gottes ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, wenn er mit einem Wall Switch natürlich den Switch in Rotom predicted. Ja. Ist zum Glück eine Prediction-Sache, kann ich schon mal spoilern, denn ich nehme natürlich auch noch einen Boden-Pokémon selbst mit. Mit dem Namen Flygon. Und da kann er halt auch nicht unendlich auf Wall Switch klicken mit seinem Voltenso. Dementsprechend, ja, ganz gut. Vor allen Dingen, ich kann es natürlich gescarft spielen. Er weiß ja nicht, dass ich Celebi scarfe. Vor allen Dingen, weil Celebi ohne U-Turn auch kein guter Lead ist. Wird das, denke ich mal, eher dann zum Schluss erfahren müssen, dass ich es diesmal ein bisschen anders gemacht habe mit dem Scarfen. Denn tatsächlich, ein Flygon wäre gar nicht mal so schlecht gescarft gegen ihn. Auch wenn es natürlich gegen die anderen, wo ich es bis jetzt mitgenommen habe, doch ein bisschen besser war. Ja, das zu dem Rotom-Set. Dann kommen wir, denke ich, auch schon direkt zum Flygon-Set. Denn wo wir es schon angesprochen haben, muss ich euch natürlich erklären, wie ich das Flygon genau spiele. Und das Flygon ist in dem Fall ein spezielles Set. Ich habe schon gesagt, ja, speziell ist tatsächlich gegen sein Team relativ gut. Natürlich kann er ein speziell defensives Ordoch spielen, dann hat mein Flygon natürlich komplett verkackt, aber solange er es nicht spielt, ist alles in Ordnung. Ich spiele den Live Orb einfach, weil ich ein bisschen Stärke hinter meinen Angriffen brauche. Der Draco Meteor ist ja natürlich ein wichtiges Tool. Ja, das Problem ist halt echt, ich habe nur eine 80er Base. Da ist die 100er Base im Angriff halt deutlich besser, da macht man deutlich mehr Schaden, aber ich brauche halt einfach, ich kann tatsächlich ein physisches Flygon nicht so gut gebrauchen. Vielleicht weiß er das, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spiele ich den Flamethrower drauf, ich brauchte einfach ein bisschen was, um bestimmte Pokémon auszukontern. Ja, Flamethrower. Ich hätte auch den, genau, ich hab das ja gekalkt, was mehr Sinn macht auf Flamethrower oder eben Fireblast. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass tatsächlich der Flamethrower mehr Sinn macht, weil Fireblast genauso auf dem Pokémon, was ich gekalkt habe, im Tuit war. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welches Pokémon das war. Aber gut. Dann haben wir den Boomburst. Tatsächlich einfach ein neutraler Move, um richtig schön reinzukloppen. In dem Fall ist es ähnlich, ist es sogar stärker als der Draco-Meteor. Von der Base-Stärke her natürlich, der Draco-Meteor macht mehr Schaden, einfach weil es noch mit Step verrechnet wird. Aber der Boomburst ist halt einfach so was Schönes, Neutrales gegen Pokémon, die man gut in einen Draco-Meteor reinswitchen kann.
Was in dem Fall eigentlich nur das Ohrdach wäre, wo ich immer noch nicht weiß, ob Ohrdach überhaupt. Ich schaue das jetzt nach, wie welchen Typ ein Ohrdach hat. Ja, müssen wir mal langsam nachschauen. Mal jetzt leider auch wieder live, dadurch wird das Video wahrscheinlich endlos lang. So, wie heißt denn überhaupt Ohrdach? Das ist die nächste Frage. Ich scroll einfach mal runter ins PU, denn ich denke, das ist im PU, weil im NU hat das irgendwie nichts verloren. Ich weiß nicht. Eventuell ist. Also, wenn es Regenerator hat, dann hat es tatsächlich was im NU verloren, aber wenn nicht, halt nicht. So, schauen wir mal. Ah, ist das eine Sucherei, wenn man nicht weiß, wie das Vieh auf Englisch heißt. Das ist echt nervig. Also so Pokémon, die man kaum sieht. Ja, da haben wir es. Ordino im PU. So hieß es, genau. Okay, 103er Base. Es ist vom Typ normal. Das heißt, Boomers ist eigentlich relativ sinnlos. Ah, Boomers ist tatsächlich sinnlos. Wäre vielleicht doch ein Kraftkoloss gar nicht mal so schlecht, dass ich wenigstens auf einem Pokémon was gegen das Pokémon habe. Ist halt nur die Frage, wie viel macht ein Kraftkoloss bei diesem Investment. Ich glaube, ich spiele trotzdem. Ja, ich spiele den Kraftkoloss. Statt dem Boomburst. Ja, Superpower statt Boomburst ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Einfach weil ich sowieso ansonsten ein spezielles Spiel und ich brauche den Defog. Auf jeden Fall, also wenn er Hazard spielt, die tatsächlich gegenseitig auch ziemlich gut sind. Das heißt, er muss darauf aufpassen, dass mein Sableye noch keine Mega-Entwicklung draußen hat. Und das ist auch gar nicht so einfach. Ne? Da kann ich zum Beispiel, wenn er Cobalion spielt, ist Sableye ein perfekter Lead. Damit mache ich nichts falsch. Ansonsten Rotom ist immer ein guter Lead gegen ihn. Ja, so halt. Ja, Sableye ist echt ein guter Lead gegen ihn. Muss man einfach sagen. Einfach weil er die Rocks nicht rausbekommt und es ist halt einfach schwer mit dem Pokémon dann irgendetwas gegen das Pokémon irgendetwas zu machen. Bester Lead wäre natürlich für ihn eventuell Voltenso, aber ja, keine Ahnung. Gut, wir spielen natürlich Init Investment, braucht es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Scheu spiele. Müsste ich kurz gucken. Müsste ich wieder hier auf das normale Team gehen. So, zack. Ich habe da gerade eben, ja, nochmal gecheckt, was das Ordino so drauf hat. So, ja. Wir spielen. Dadurch, dass wir jetzt sowieso den Kraftkoloss haben, kann ich eigentlich safe minus Verteidigung gehen. Das heißt, wir haben minus Verteidigung plus Init. Ich brauche plus Init, einfach um zum Beispiel ein normales Victini zu outspeeden. Ja, und ein Drakometeor tut da halt schon ziemlich weh. Das Victini ist so ein Grund, warum er eventuell doch nochmal das eben den Drakometeor oder eventuell Earth Power spielen sollte. Aber ich verlasse mich da auf den Drakometeor. Moment, eine Earth Power macht 90 mit Step sind 135 mal 2 sind auf jeden Fall 270 und ein Drakometeor kriegt nur Step, das da wären wir dann bei 130 plus 65 sind 195, ja, kommt nur auf 195. Ja, das wäre ein bisschen stärker. Falls er Assault West spielt, ist es sowieso so ein kleines Problem. Dann kann er nämlich tatsächlich auch noch eine Eisattacke erlernen, was nicht so gut ist. Gut, wir spielen 4 Investment auf jeden Fall in Angriff. Werde ich brauchen, eventuell investiere ich sogar mehr. Und nee, mehr kann ich nicht investieren tatsächlich. Und das ist das Set, was ich dann eventuell auf dem Flygon spiele. Ich weiß noch nicht, ob ich die EV-Verteilung so lasse. Ich muss dann nach der Aufnahme ein paar Kalks machen. Aber das werde ich auf jeden Fall so vom
Sets, also vom Move-Pool werde ich das so spielen. So, dann nehmen wir mal ja, uns Granbull vor die Brust. Ja, ich spiele natürlich immer einen Shiny Granbull, einfach weil Shiny Granbull so richtig schön shiny ist. Natürlich muss natürlich auch Female sein. Also ich spiele ja immer ein weibliches Granbull. Einfach wunderbar. Und wir spielen eine Soldwest Set. Ja, ihr hört richtig, eine Soldwest Granbull. Sieht man nicht häufig. Da habe ich am Anfang tatsächlich mal gespielt. Hat sogar ein bisschen was getankt, aber auch nur ein bisschen was. Also das ist echt nicht so gut. Es ist halt einfach um einen relativ guten Switch. Einen relativ guten Switch, ne? Also das ist halt echt... Ich brauche einen Switch in ein Dracometeor. Es ist einfach so. Und mit der Assault West, mit dem Investment, was ich spiele, reicht tatsächlich ein, die Kombination, oder ist die Kombination aus einem Dark Pulse und einer Flash Cannon ein Roll. Deswegen, also mit. Habe ich Choice Specs sogar gekalkt? Ich glaube, ich habe beides Choice Specs gekalkt. Das heißt, mit einem Life Orb macht das noch weniger Schaden. Wow, wie ich einfach beides Choice Specs gekalkt habe. Ist auch frei von jeglichem Sinn. Wir spielen hier dieses Set einfach, weil es mir erlaubt, eben ja, alles in seinem Team sehr gut zu treffen. Die Kombination wieder aus Rock Slide und Earthquake ist einfach relativ gut. Vor allen Dingen gegen das Stattignus kann ich damit schon einiges reißen. Stattignus ist tatsächlich auch ein Pokémon, was man in ein Granbull rein switchen kann. Weil es normalerweise spielt man halt auf einem Granbull zwei Attacken. Und der Rest ist mehr so Support oder halt Heal für ihn selbst. Beziehungsweise, okay, man kann auch drei Attacken spielen. Aber Rockslide ist auf jeden Fall eine gute Sache gegen ihn, weil er spielt. Also ich habe tatsächlich keine Angst vor Pelipper, deswegen ist der Donnerschlag jetzt nicht so wichtig. Stattdessen spiele ich auch den Ice Punch. Ice Heap an der Stelle natürlich gegen das Skorkla. Skorkla hält tatsächlich einen Ice Punch aus. Ja, Skorkla tankt einen Ice Punch relativ gut sogar. Ist glaube ich noch nicht mal ein Roll, also das Pokémon kann schon einiges aushalten. Deswegen war es mir auch nur wichtig, dass ich ein Turret hinbekomme auf dem Pokémon. Deswegen spiele ich auch nicht ganz so viel Investment. Ich denke, ein Knuddler wird auf jeden Fall auf dem Trikefalo ausreichen. Der Rest wird sich zeigen während dem Kampf. Da habe ich jetzt tatsächlich das Investment nur so ausgelegt, dass ich eben ein bisschen was überlebe. Und wir spielen genau dieses Investment mit Minus Spezialangriff natürlich. Ja, ist mal wieder sehr, sehr interessant, so das Set. Ist auch wieder so ein Set, wo ich wahrscheinlich ewig dran brauche, bis ich das mal so hinbekommen habe mit EV-Training und so. Weil, ja, ich bin noch einer der wenigen, die nicht PKX benutzen, sondern tatsächlich nur PowerSafe. Aber PowerSafe, letztendlich für so einfache Sets ist PowerSafe genau dasselbe wie PK Hex. Von daher, ja, ist es jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Aber für sowas wäre PK Hex doch schon viel besser. Ja. Also, da ist es halt einfach. Da ist es deutlich zeitsparender. Gut, als nächstes kommen wir dann zu Milotic. Ja, ich habe es leider schon ein bisschen zu früh gespoilert, was wir als letztes haben hier. Ja, Milotic hier auf jeden Fall ein ganz normales Set, Leftovers, physisch-defensiv. Es ist einfach nur da, um da zu sein und ja, zu nerven, weil dieses Pokémon ist halt wirklich, es nervt. es nervt den Gegner immer. Wir haben dann halt noch Ice Beam, zack. Es ist so ein bisschen, ja... Einfach da, um halt dem Gegner ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Milotic ist halt einfach ein Pokémon, das kann nur stallen. Ich meine, es hat zwar eine 100er Spezialangriff-Brace, vor allen Dingen, Base.
die nicht mal schlecht ist, kann man tatsächlich offensiv spielen. Mit einer 81er Speedbase outspeedet es tatsächlich einige andere Pokémon auch schon. Aber es ist ein umso besserer, umso besseres defensives Pokémon. Jetzt habe ich gerade irgendwie den. Bin ich nicht auf das Wort gekommen. Und dementsprechend spiele ich es halt lieber so als Tank, vor allen Dingen, weil ich nicht so viele gute defensive Pokémon im Team habe. Ich könnte mein Hyper-Offensive-Team spielen im Choice-Back-Spielothek, dann würde ich trotzdem KP-Investment reinhauen. Also, ja, das Pokémon soll halt schon immer ein bisschen was tanken können. So, 252. Jetzt hat er schon wieder doppelt geklickt. Sehr schön. 252 in Defense. Und in Spezialangriff nochmal 12. Einfach damit ich doch ein bisschen Schaden mache. Spezialverteidigung wäre vielleicht teilweise ein bisschen besser. Einfach weil ich damit auch besser Dracometeor und sowas tanken könnte. Falls er mein Granbull irgendwie besiegt. Ja, Granbull ist halt echt. Das Problem an Granbull ist, hält jetzt nicht so super viel aus und ihm fehlt die gescheite Recovery. Ich bin ein bisschen unglücklich mit dem Pokémon. Gebt ihm doch einfach mal den Wunschtraum, das Pokémon wäre so viel besser. Naja. Gut. Das wär's dann eigentlich mit dem Team schon wieder. Ja. Ich kann ja noch ein bisschen was dazu sagen, wie ich mir so den Lead und so vorstelle. Ja, Lead kann ich ja nochmal ganz kurz auf sein Team noch kurz gehen. So. Also ich muss mir jetzt natürlich auch immer ein bisschen vor Augen führen. So. Der schlimmste Lead zum Beispiel für meinen Rotom wäre Trikefalo. Der Rest ist in Ordnung. Kann man schon mal so sagen. Selbst Meistergriff, ich habe den Wall Switch. Ah, wobei, ich will kein Tempo-Heap abbekommen. Also Meistergriff und Trikefalo sind schlechte Leads auf jeden Fall. Victini ist auch kein perfekter Lead. Das Einzige, was ich einen guten Lead finden würde von seinen offensiven Threads, ist das Voltenso. Und ich denke, das ist auch der sicherere Lead für ihn. Also mit Meistergriff muss er jetzt nicht unbedingt leaden. Voltenso oder eben Kobalium oder einen anderen Staffrock-Leger. Er hat leider Gottes 3 verschiedene Staffrock-Leger im Team, die relativ gut Staffrocks auch rausbringen können. Also muss ich da halt auch aufpassen, dass auf jeden Fall auf meiner Seite keine Staffrocks kommen, weil ansonsten Flygon verschwendeter Turn. Ich habe eigentlich auf Flygon tatsächlich auch nur den Defog drauf, falls es tatsächlich mal dazu kommt, weil ich brauche Rotom gegen sein Team. Es ist unerlässlich teilweise, wenn ich mir so einige Pokémon von ihm anschaue. Nein, schon Victini. In Victini kann ich das Rotom auch gut reinschicken. Es ist halt einfach, Rotom Heat hat einen richtig guten defensiven Typen. Muss man einfach sagen. Das Einzige, was mich stört an dem Typ, ist tatsächlich die Staffrock-Schwäche. Aber ansonsten wunderbar. Finde ich sogar besser als das Rotom Wash. Wobei es halt nicht von Staffrocks getroffen wird. Was der einzige Grund ist, warum es besser behandelt wird, denke ich mal. Zusammen mit dem Fakt, dass man nicht safe rein switchen kann, weil es ein, weil es eben diese Kombination aus Irrlicht und Wasserattacke hat und dann auch noch den Elektrotypen, was halt wirklich einiges auskontert im OU. Deswegen ist es halt einfach im OU. Kann man nicht anders sagen. So muss es halt einfach ins OU gepackt werden. Gut, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ich denke, das ist eine gute Zeit. Ich will jetzt auch nicht endlos weiterlabern. Ich hoffe, euch hat mal wieder das Teambuilding-Video gefallen. Mit dem Celebi bin ich noch nicht ganz zufrieden. Einfach, ich habe manchmal so das Gefühl, ich brauche den U-Turn auf einem Scarfer. Ich brauche einfach irgendwas, um mir Switch Advantage zu holen. Aber ich sehe dann halt auch schon wieder, es bringt eventuell gegen das Hydreigon was. Aber ansonsten habe ich ja gegen alles ein bisschen was. Und er müsste dann halt wirklich predikten mit dem gegen das Celebi.
was ihm, denke ich mal, auch nicht leicht fallen wird, weil er nicht genau weiß, was für Attacken ich drauf spiele. Aber gut. Ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Teambuilding-Video oder bis morgen. Tatsächlich bis morgen, denn morgen kommt natürlich der Kampf. Leider schon um 12, das heißt, ich muss den Kampf so früh wie möglich machen. Gut, ich sag dann einfach mal, bis dann und ciao, Leute.